Ich bin Vanessa, bin 23 und mache die Ausbildung zur Pharmakantin. In diesem Beruf stellen wir feste, halbfeste und flüssige Arzneiformen her. Ich bin auf den Beruf gekommen, indem ich mit 15 ein Praktikum gemacht habe in der Apotheke und festgestellt habe, dass das auf jeden Fall das ist, was ich weitermachen möchte. In diesem Beruf braucht man die Fähigkeit, Geduld zu haben. Man braucht Fingerspitzengefühl und ein ganz großes Interesse dafür. Den mittleren Schulabschluss und man sollte auf jeden Fall gut sein in den Fächern Chemie, Physik und in Mathe. Also wir verdienen im ersten Lehrjahr 930 Euro brutto. Mir gefällt am besten die Arbeit im Labor. Einfach am Brenner stehen und Glas brennen, das war bis jetzt das Beste, was ich empfunden habe.